Und herzlich willkommen zu der ersten Folge des neuen Minecraft Let's Play. Minecraft ist zwar eigentlich, sag mal, nicht nur eigentlich, sondern es ist raus aus dieser Phase, dass das jeder spielt, beziehungsweise sich jeder anguckt, was ich auch selber an mir merke, sprich, ich schaue halt nahezu keinen einzigen YouTuber mehr, der Minecraft spielt. Wenn schon nur sehr selten und wenn auch dann nur Projekte, sprich Dinge wie Suho, was jetzt auch zu Ende ist. Allerdings habe ich jetzt in den letzten Tagen, Wochen, na, Wochen ist schon ein bisschen übertrieben. Auf jeden Fall habe ich wieder ein bisschen Spaß im Spiel gefunden. Und zudem auch an generellen Videos hochladen. Nehme ich das auf und lade das hoch und hoffe, dass ihr es irgendwie anschaut. Im Generellen möchte ich dieses Display auch nicht für ein normales Display handhaben, sprich, ich setze mich hin, nehme 15 Minuten auf, schaffe vielleicht in 15 Minuten einmal einen Meinengang zu machen und dann beende ich die Aufnahme wieder, hab dann 50 Folgen und bin gerade davor, mir eine Eisenrüstung zu craften. Das Wand habe, das. Dass ich etwas cutte, so dass ihr mich halt nur reden hört oder wenn irgendwas Spannendes passiert. Wie zum Beispiel Schaf abschlachten. Aber sonst, dass ich praktisch die ganzen Szenen, wo ich nur am Mine bin oder wo ich auch zum Beispiel nur mein Haus baue oder ich weiß nicht was mache oder wenn ich was suche, wie zum Beispiel ein Dorf, dass ich das dann halt rauscutte, weil dadurch sollten einerseits die Folgen deutlich interessanter werden und vor allem auch kürzer. Sprich, ich rechne damit, dass eine Folge so um die, weiß nicht, 8 Minuten geht. Ich glaube, ich eine gute Zeit. Da hat man eine 8-Minuten-Folge mit dem Inhalt von einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde. So, das Fazit ist, wir haben ein bisschen Essen. Ich würde das einfach nur gerne noch. Ja, am liebsten würde ich einfach Kohle an der Oberfläche finden oder einen Berg finden, wo ich Kohle dann direkt sehe, weil Mineshaft, also Minegang, da habe ich eher weniger Lust drauf, ob der Erfolg dort Kohle zu finden für den Aufwand, den man betreibt, sehr groß ist, auch wenn das Suchen auch echt lange dauern kann. Und dann würde ich auch sofort eigentlich versuchen, ein Dorf zu finden. Oder halt einen coolen Spot. Also, ich bin da recht offen. Entweder ich finde ein Dorf und mache da irgendwie meine kleine Basis. Oder ich finde halt wirklich einen richtig coolen Spot, wo ich zwischen irgendwie zwei Biomen bin baue dann da mein Haus hin. Aber das werde ich noch sehen. Alle? Ich sehe es auch schon wieder, wenn ich da runter gehe, schießt mich das Skelett in die Lava. Aber ich muss da runter, weil hier sind keine Erze und nichts. Oh, das kann jetzt ja. Wer bist du? Ups. Gebratenes Fleisch haben wir schon mal. Da kann ich mir jetzt mein Eisen schmelzen. Tja, dann gehen wir jetzt halt die Kohle mit einer Holzspitzhacke holen.
Dauert auch überhaupt nicht lange. Allerdings bekommen wir schon mal Level. Ich habe eigentlich so schnell wie möglich vor, also ich habe eigentlich vor, so schnell wie möglich einen Zauberstisch oder ähnliches zu bekommen. Also entweder einen Zauberstisch oder viele Diamanten oder ein Dorf, wo jemand mit mir verzauberte Sachen tradet. Kursiver Tag. Jo, was hab ich für eine Range? Jo. Bogen können wir es auch schon machen. Also von der Bewaffnung her ist das schon echt gut. Sorry, aber ich brauche dein Fleisch im Moment. Hier wäre es halt auch so ein Fluss, aber. Es tut mir leid. Aber ich brauche im Moment einfach das Fleisch. Ein Sumpfbiom. Ah, das ist eigentlich das Biom, was ich gerade nicht haben wollte. Ich würde es cool finden, entweder Küste, sprich ich habe das Meer vor der Haustür, Fleisch, oder halt, dass ich eine Wüste habe. Das ist jetzt die Frage, was finden wir zuerst? Vor allen Dingen, ich habe jetzt auch eigentlich keinen Bock, hier 20 Minuten lang rumzurennen, nur weil ich meinen Lieblingsplatz haben möchte. Ich glaube, wir laufen doch dann ja hier den Fluss ab. Ja, hi. Dann laufen wir auf jeden Fall doch trotzdem dahin. Ist das noch eine Kuh? Hilfe! Kühe sind wichtig. Für Leder. Doch hier. Ich hoffe noch, dass wir gleich noch Zuckerrohr finden, weil das wäre der Idealfall. Im Moment 9 Leder reicht dann für 2 Bücherregale und 2 Bücher und Enchantment Table. Ich möchte auch noch gar nicht so wirklich. Holy. Wobei, das sieht dann wiederum schon echt. Echt schmackhaft aus. Aber hier, ich sehe halt nur Eisen. Das war's. Ich sehe jetzt sonst nichts anderes. Noch mehr Hunde. Auf jeden Fall hole ich mir erstmal die Kohle da weg. Cool. Oh, das ist klar. Oh, was mal ein bisschen Stein. So. Alles klar, das heißt, wir haben schon mal Kohle und wir können uns gleich auf den Berg aufstellen und können mal schauen, ob wir irgendwie. Hi. Wir irgendwie andere Biome da sehen. Naja. Wir kommen der Sache auf jeden Fall schon dann näher. Wenn es aber bloß diese blöden Berge wären, sondern einfach etwas flach.
Ah, sauber und ein Sumpf. Also wenn wir für eine riesige Gebirgskette. Was man auch machen könnte, ist, man könnte. Zuckerrohr, nice. Auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Man könnte sich halt auch ein Boot bauen und dann übers Meer rüberfahren. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben Zuckerrohr und Leder. Ich höre auf jeden Fall Zombies. Hölle, oder? Ne, sah nur so aus. Ich überlege mir mal kurz was. So. Ich dachte mir, machen wir es jetzt einfach. Yibi. So. Dann fahren wir mal ein wenig. Aber da entlang, die Küste entlang. Hallo! Wie geht es denn so? Weiter geht's. Okay, ich weiß gerade nicht, ob es das ist, was ich denke. Es ist Regen, aber ich glaube, wir haben eine Wüste. Nein! Ja, perfekt. Und nochmal Zuckerrohr. Das läuft wie geschmiert. Okay, das ist schon mal perfekt. Das heißt, wir haben schon mal eine Wüste gefunden. Der blöde Regen könnte jetzt auch mal aufhören. Ich vergaß, Creeper können ja nicht brennen. Oh, da ist die Spawn. Lol. Sauber. Das ist perfekt. Jetzt habe ich nämlich genau das, was ich wollte. Ich bin zwischen zwei Biomen. Zwar, ich hasse das Sumpfbiom und so, aber. Bruder, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ihr müsst mir nicht hinterher schwimmen. Sauber.
So. Oh, perfekt. Perfekt. Wir haben ein Dorf gefunden. Das ist mega. Hi. Ich nehme einfach alles mit. Ich frage mich jetzt gerade nur, ob ich hier bleiben soll oder ob ich weiterziehen soll. Ich meine, die Häuser hier sind natürlich perfekt aus. Alles klar, hier irgendwo ist eine Höhle. Starke Meile. Hab sie. Ja, nur. Ja und nein. Ich will mir auf jeden Fall erstmal Holz holen. Das ist halt perfekt. Ich glaube, ich gehe hier zwischen. Oh ja, geil. Ich baue mir eine Brücke drüber. Und dann habe ich nämlich eine extrem gute Ausgangslage, was das angeht. Weil ich immer rüberkommen kann zum Dorf und ich dann halt auch zum Beispiel ein Biom für Holz und noch ein Sumpfbiom für Pilze. Und Zuckerrohr habe ich hier wie Sand am Meer. Das ist halt geil. So, jetzt haben wir auch eine schöne Brücke rüber. Hallo. So, dann hole ich jetzt erstmal ein wenig Pilz. Riesenpilz. Ich verschone euch jetzt einfach mal. Wäre nicht ganz cool, wenn ich vielleicht mal so ein paar Saplings rausbekomme. Zwei Stück. Schon ganz cool. Drei Stück ist noch cooler. Okay, ich glaube, ich besteige mal das Haus hier. Ah. Sorry, Kumpel, aber. Hey! Ach, Tür zu! Ist jetzt mein Haus hier! Ja, Doppelbett. Okay, so. So, das letzte, was ich jetzt heute mache in der Folge, weil ich nehme mittlerweile 35 Minuten auf, ist, ich baue noch einen kleinen Pier und pflanze das Zuckerrohr an, was ich vergessen habe. Ja, auf jeden Fall, ich baue jetzt noch einen kleinen Pier. Da kommen dann ein, zwei Boote noch dran, auf jeden Fall. Wenn ich in dieser Folge, in der nächsten, ich pflanze auch das Zuckerrohr an. Und wer weiß, vielleicht spiele ich auch offscreen ein bisschen weiter, sodass das Zuckerrohr zumindest wächst. So, dann mal, hier ist der Eingang von dem Pier. Finde ich auf jeden Fall schon mal cool, dass ich jetzt, oder dass wir jetzt schon mal genug haben, um ordentlich Bücher zu erstellen, weil ich glaube, wir brauchen 12 oder 13 Leder. So. So, jetzt haben wir unseren Pier stehen. Verschwende ich mal wieder mein Haus, was ich mir gebraucht habe. Und dann sage ich, bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen.